Hauptsache ist für mich jetzt hier wirklich, hier kommt ordentlich Plaste raus. Alkan meine ich. Und somit die Plasterproduktion erhöht wird. Es ist wirklich auch die Kohle hier, ne? Also es ist nicht das Alkan, was da der limitierende Faktor war. Was ist hier das Problem? Die Ausgabe ist voll, okay. Autosave, immer dran denken, wichtig. So. Da haben wir das eigentlich schon soweit ganz gut hier hergerichtet. Jetzt muss ich nur einmal noch zusehen, dass ich das hier noch erweitere. So, weil dann kann ich einmal dieses Ganze eigentlich eins tiefer setzen. Aber ich müsste zumindest diese hier wegnehmen. So. Da ich ja das komplette hier. Also auch den, okay. So. Jetzt aber müsste es eigentlich eins zu eins übereinander passen. Genau. So, wir gehen mal hier hin, um einfach das noch ein bisschen zu beschleunigen. Da haben wir auch diese Ausgabe dann, also das erhöht. Hier sind es die leeren Fässer, die sogar minimieren. Interessant. Wir haben hier 10 Millionen Rohöl drin. Und das wird ja, wenn das Eisenfeld dann wirklich endgültig mal weg ist. So fährt er nicht. Okay, weil hier schon zu wenig drin ist. Okay. Habe ich hier keine Besiedlung, wenn über 32.000. Doch, eigentlich schon. Okay. Naja, lang ist eh nicht mehr damit. So. Das Schöne ist jetzt, durch diese Modulbauweise kann ich halt die Fabrik, je nachdem wie ich es mag, dann hier noch weiter vergrößern. Und das mag ich halt an der Bauweise so komplett, dass ich dann eben wirklich nur noch hier über die Blaupausen gehen muss und das einmal klack, 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 klack runtersetze und fertig. Hier muss man gegebenenfalls auch mal gucken. Immer Wasser, ich sehe. Mir fehlt es halt an der Flüssigkeit, aber das ist ja machbar. So. Der rattert hier auch schon ordentlich durch. Sehr schön. So. Wenn das Ölding da oben jetzt so ein bisschen zumindest besser läuft. Hier haben wir noch Plaste drin, da sind aber auch schon noch 500 drin. Wie sieht es hier an der Sache aus? 31. Das sieht langsam aber sicher ganz gut aus. 4, 4,
4. Ich habe jetzt doch eine gewisse Beschleunigung drin. Ja, es scheint sich zu stabilisieren auf 7,2 und vorher hat man 1,7. Also man sieht, das geht in die absolut richtige Richtung. Jetzt produzieren wir auch mal mehr Plastik, als das wir verbrauchen hier. Genau dahin wollte ich ja. Der kriegt auch noch einen, aber hier die Plaste, das sollte hoffentlich jetzt dazu kommt schon. Und das ist noch nicht ganz leer. Boah, jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir wieder ein Plaste einvorhaben, also Kunststoff, die dem Namen auch verträgt und auch mal ausreichend ist. Zack. So. Jetzt kommt hier hinten auch mal Plaster an. Meine Fresse, ey. Okay. Da fällt mir doch gleich wieder Uran ein. Hier, was haben wir hier? 4000. Ja, da fehlt natürlich noch einiges. Wo kommt der? Ach, vom EZL. Na klar. Logisch. Warum mache ich mir da Gedanken? Hier machen wir jetzt auf jeden Fall noch mal was. Der kommt ja hier mit dem nicht hinterher. Deswegen lassen wir hier noch mal richtig was einbringen, damit das an der Stelle auch schon besser funktioniert. Das sind jetzt so kleine Feinheiten, kleine Verbesserungen, die ich jetzt durchziehe hier, um wirklich mal einen guten Stand hinzubekommen. Das reicht immer noch nicht. Also hier können wir auf jeden Fall, auch wenn hier die Speed-Module noch fehlen, dann einmal das Ganze hier noch runtersetzen. Minimum. Wie viel Plaste liegt denn hier jetzt schon an? Haben wir nicht. Haben wir nicht. 6, 9, okay. Und hier hat er schon abgeliefert. Sind noch 1000 jeweils drin. Okay, wie sieht es hier hinten jetzt aus? Es kommt auf jeden Fall an, aber es wird doch sofort weggefressen. Also, es ist wirklich krass, wo das hier reingeht. Ist ja nicht so, dass wir haben ja auch den Verbrauch und ich weiß gerade echt nicht, wo dieser Verbrauch so krass ist. Aber irgendwo wird er sein. Irgendwo wird er einfach sein. So. Hier ist die Hangare, aber der Rest braucht eigentlich nur Stahl. Obwohl, die brauchen auch rote, na ne? Klar. So. Strom haben sie. Was bedeutet, wir könnten eigentlich hier. Warum hat der hier eine Blockade? Ja gut, da wird er immer leer geräumt, ne? Also ist jetzt auch nicht so, dass das dort staut ist. Und das könnte blöd sein. Wie habt ihr denn hier noch drin? Nicht mehr ganz so viel, aber naja. Eisen macht sich auch hier in Masse gerade wieder. Sieht's denn eigentlich überhaupt aus?
Eisenplatte, die Stunde 1,3 Millionen Produktion und 1 Million Verbrauch. Also im Prinzip kommen wir noch hinterher. K, sofort wieder drin. Echt, es ist immer so, alles, was ich jetzt baue, braucht rote Schaltkreise und so. Und das zieht natürlich gleich wieder ordentlichst hier was weg. Das sind jetzt halt wirklich die Lagerkisten vom EZL, die das Ganze massiv erhöhen hier. Könnten hier auf jeden Fall jetzt langsam Pflaster anliefern lassen. Das auf jeden Fall, damit wir hier auch rote Schaltkreise schon mal herstellen, dass das auch schon mal irgendwo losgeht. Weil hier dahinter passt ja noch ein zweiter Zug. Das hatte ich ja eigentlich so schon mit drin. Auch wenn es hier natürlich jetzt hapern wird. Aber das muss ich so einstellen, dass es dann irgendwie funktioniert, beziehungsweise hier die Produktion nochmal erhöhen. Wieso hat der keinen Strom? Ist doch Kacke. Wieso hat der keinen Strom? So. Geht uns ja Effizienz verloren hier. Auch hier, ja, die legen langsam los. Auch hier sollte dementsprechend die Produktion jetzt nach oben gehen. Ach, wird das schön. Aber wenn wir schon hier sind, gucke ich hier nochmal, ob ich die Pufferkisten überall aktiviert habe. Pufferkisten, alles klar. Pufferkisten, okay. So. Ich gerade kurz mal was gucken. Läuft alles? Ja, läuft. Okay. So, pup, pup, pup. So. Fortfahren. Man sieht hier, wie die aber auch rausgedonnert werden hier. Meine Fresse. Ich glaube, da muss ich hier mal. Was sind denn 100 überhaupt? Ich sag mal 500. So. Vielleicht geht es dann ein bisschen besser. Weil die, die drin sind, die werden sofort abgeholt. Also wir haben ja jetzt den Verbrauch verdoppelt vom Öl. Da sollten wir auch hier die Ausgabe dementsprechend anpassen. Dann wird es natürlich eine Sache, wie das Öl hier zusammenschmilzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Müssen wir auch gucken, wie lange das dann mitmacht. Ich wollte ja erstmal das hier weg haben. Könnte ich eigentlich erstmal so weit abreißen, wie ich es packe. Dann hier unten, hier oben das wegreißen. Das können wir weglöschen. Ich gehe gerade mal durch. Entgehen BS1, das ist das Kreuz, Schiene, Schiene,
Gott, Sachsenkleist doppelt. Das brauche ich nicht. Das brauche ich eigentlich auch nicht, weil wenn, dann baue ich. Ja, Mauer kann man eigentlich auch löschen. Das ist schon okay. Das ist auch nur temporär gewesen. Oh. Gehen wir mal hier hin. Aber das hat eine Verbindung, der wird das gleich irgendwo hinlagern. Das gefällt mir natürlich dann auch nicht wieder. Das heißt, ich versuche das hier dementsprechend wegzureißen. Wie sieht es jetzt aus? Immer noch eine Verbindung. So, jetzt da ist die Unterbrechung da. So. Ah. So, aber jetzt dürfte ich eigentlich, wenn ich hier mit dem Abrissplaner durchgehe. Oh, wo kam die denn jetzt her wieder? Bisschen Platz habe ich noch. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nehmen wir hier auch noch mal welche mit. Ganzen aus der Luft zu fischen ist natürlich auch so ein blödes Ding, aber eigentlich brauche ich hier keine Bauroboter mehr. In dem Sinne.